Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Wir spielen weiter. Wa? Wo müssen wir lang? Übrigens hatte ich einen total krassen Traum. Von meinen Eltern. Ja. Ich rede nicht mit mir. Okay, reden wir jetzt nicht mehr. Reden wir auch nicht mehr. Okay, gut. Ich guck mal hier durch, ne? Die reden echt nicht mehr, oder? Was ist jetzt los? Das ist so doch nicht passiert, oder? Das hat die nur geträumt. Ja, was haben wir denn da? Kann ich mal alles mitnehmen, nichts vergessen. Jetzt bestimmt später hin. Hier wär's mir hier lang. Ja, wenn sowas von hier runterrutschen. Jacks Tagebuch? Jack for Sales. Okay. Man bringt noch nicht, sich das anzugucken, weil sind noch nicht alle Teile da. Machen wir später. Okay, wieso sind hier so... Hier war gerade eben richtig viel laute Vögel. Und plötzlich sind sie weg. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Hm. Ha. Ha. Oh, Pseller. Kommst du rüber? Schaffst du das? Das wäre jetzt lustig, wenn er das nicht geschafft hätte. Ich weiß nicht, ich bin ja verrückt. Ein Fehler in der Matrix. Hätte ja sein können. Oh. Okay, das sieht nicht gut aus. Archivarkarte. Mhm. Okay. Sagt uns jetzt noch nicht so viel. Kommt später alles. Aber was dahinter? Nein, ne? Na, scheint gar nichts mehr zu sein. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Trinity. Schön. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Ziehen? Soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt mal die Augen nachsehen. Offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Schnell alles mitnehmen. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Hast du den auch geplündert?
Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Na. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Ja. Hoho. Plündern. Hat nix, okay. Nee, ich glaube, ich geh mal da lang. Lara, alles klar. Aber ja. Ah, hat den schon erledigt. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Das hat er bestimmt nicht gehört. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war's das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Jetzt oder nie? Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Mann am Boden! Der sieht mich nicht. Der ist zu doof. Jetzt nicht losgehen, wenn der Lauf auf mich gezielt wird. Eieieiei. Oh nein, das kannst du dir abschminken! Zweit schon was. Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Ich krieg alle Waffen. Das ist gut. Hoffentlich waren das die letzten. Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren. Ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Linke Taste und rechter Button. Brauche ich natürlich erstmal die Pfeile. Ah, hier, das brauchen wir auch. Geh weg da. Hübsch. Ja, gut, dass ich nicht daneben getroffen habe. Komm schon, gehen wir. Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Dann ja. Oh, oh. Hier nicht gleich runterrutschen. Ich meine, es wird eh eine Videosequenz kommen, aber... Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Hi. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten?
Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Hm. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Laura. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin, ich bin nur der Koch. Ach echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Oh, ey, nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Was ist da los? Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir nur einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Ja. Viel Spaß. Dir auch. Ist klar. Oh. Freunde, Kollegen, sie ist brillant. Ihr seid also nicht... Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Mhm. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Laura. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Reden ist nicht ganz das Sei vorsichtig, Wort. Er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Was ist da? Es ist nur... Tja, ich glaube, außer mit dem Reden kann ich nichts machen. Verpiss Omar? Dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Ich geh mal zur Bar, ne? Muss der mir sagen, wo die Bar ist? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden.
Ah, das ist ja toll. In der Bar am Anfang. Hey. Ich weiß, es klingt albern. Wir sind zu nett. Ich brauche das eigentlich gar nicht, weil das Spiel viel zu einfach ist. Aber wir sind ja mal nicht so, ne? Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst... Sag ihm, ich bin hier. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja, du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Oh, was gibt's denn hier? Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemacht. Okay. Cuidado. Einfach abgebrochen. Entschuldigung für die Unhöflichkeit. Thank you.
ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Ja. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja. Junge, der hat die gleiche Stimme. Verschwinde von hier. Wie ich früher. Wow. Das klingt gar nicht gut. Machst du platt. Zurück an die Arbeit. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du noch von mir willst. Motivation fürs Klagenarbeit ist schwierig. Oh, es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in Ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da, bla bla bla. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Wir erleiden Verluste. So. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dann guck mal ein bisschen hier. Ist so einfach. Und ich habe es nicht auf einfach gestellt, ich schwöre. Trotzdem ist das so kack einfach. Also die Kämpfe jetzt, ne? Die Reihenkämpfe. Dafür habe ich nicht genug Platz. Tja. Wir haben den Missbrauch satt. Letzte Warnung. Wir sehen nicht mehr tatenlos zu. Es ist jetzt genug. Geht. Ihr lasst ihn besser gehen. Scheiße. Sofort. Attackiere der Gang. Feuer, Schuss. Oh, oh. Das Treibt seid ihr denn? Versteckt. Sehen wir lieber mal nach. Ich hab sie wieder. Wir verlieren zu viele Leute. Los jetzt! Wo seid ihr? Jetzt heißt es du oder ich! Es ist keine Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Alle weg! Einfach mal alle platt machen, ne? Das ist am besten. Das ist meine Art, hier sowas zu regeln im Dschungel. Alles gut? Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Danke. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich zurück im Dorf bin, um die Quest abzugeben und weiterzumachen endlich. Bis dann, ciao.